Schönen guten Abend zu Tag 20 der Trader-Ausbildung 2016 im gesamten September. Jeden Tag vom Zero to Hero, von 0 auf 100, jeden Tag ein bisschen mehr Wissen. Heute Tag 20. Live dabei sind Sie am Mittwoch, dem 28.09. oder irgendwann später in der YouTube-Aufzeichnung. Legen wir direkt los vom Zero to Hero, die Trader-Ausbildung, jeden Tag ein bisschen mehr. Und Titel habe ich genannt, alles weitere auch in den nächsten Augenblicken, wie zum Beispiel Risikohinweis immer zum Start bei Admiral Markets. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs, das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Sie Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnchancen, leider aber auch die Verluste, wenn Ihre Strategie am Markt nicht aufgeht, Sie auf der falschen Seite sich platziert haben. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto, machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und der Handelssoftware ausreichend vertraut und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen, das gibt es bei uns nie. Wir wagen in einigen Webinaren einen Marktausblick. Wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen, also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis können Sie auf unserer Webseite nachlesen, unten rechts als blauer Link hier gerade auch zu sehen. Ihr Moderator, das bin ich, wie im gesamten September, um 18 Uhr immer bei der Trader-Ausbildung, beziehungsweise zweimal hat mein Kollege ein Webinar gemacht, aber das allermeiste kam von mir. Jens Scharnowski, das bin ich. Im Hintergrund sehen Sie Berlin, Potsdamer Platz, von dort sende ich gerade. Da ist das Büro von Admiral Markets. Ja, Tag 20 ist heute dran. Wir werden uns den Hebel genauer anschauen, die Margin-Anforderungen beim Trading und auch den Margin-Call, das Stop-Out-Level, was es bei uns ist. Und wenn Sie die anderen Tage verpasst haben, Tag 1 bis 19, über den eingeblendeten Link unserem YouTube-Kanal können Sie alle Webinare nochmal anschauen. Immer wenig später nach dem Live-Termin dann im YouTube-Kanal zum Anschauen, wenn Sie möchten. Baut sich aufeinander auf, jeden Tag ein bisschen mehr. Heute ist Tag 20 an der Reihe. Ja, und da wir die Trader-Ausbildung machen von 0 auf 100, wirklich immer auch mal wieder die Basisinformation, was ist überhaupt der Hebeleffekt? Hier ein schönes Bild, was Sie auch zu unserem DAX 30 Bestseller auf der Webseite finden könnten, wenn Sie möchten. Da ist der meistgewählte Hebel von unseren Kunden der 200er Hebel für den DAX. Bedeutet also, rechnerisch, mit einem Euro würden Sie dank des Hebeleffektes 200 Euro am Markt bewegen. Schauen wir uns gleich mal am Beispiel DAX 30 ein bisschen genauer an. Bedeutet also 200er Hebel. Ein 200stel müsste ich als sogenannte Margin nur auf dem Konto haben, um die Position zu eröffnen. Ein 200stel, auch anders ausgedrückt, bedeutet 0,5%. Und das schauen wir uns gleich mal genauer an, wenn wir uns den DAX 30 genauer anschauen. Hebeleffekt über die Wippe, denke ich mal, am einfachsten und am anschaulichsten zu verdeutlichen, was der Hebeleffekt sein soll. Wichtig ist auch immer beim Forex- und CFD-Trading, dass der Hebel, jedenfalls bei Admiral Markets, nicht vorgegeben ist. Sie können den Hebel bei uns auswählen. Immer zu machen über unser Online-Kundenportal Traderraum. Sie haben dort automatisch, wenn Sie ein Demo- oder Live-Konto bei uns führen, ein Profil registriert. Beim ersten Start beim Live-Konto oder Demo-Konto eröffnen, haben Sie sich zum Start für ein für einen Hebel entschieden, den Sie aber auch jederzeit verändern können. Gilt also für Demo- und Live-Konten. Sie sehen im Kundenportal Traderroom Ihre Konten und wenn Sie auf das Konto klicken, schauen wir uns gleich live an, dann können Sie den Hebel auch verändern. Von 25 bis maximal 500 für Forex ist der Hebel verfügbar. Für die CFDs ist der maximale Hebel, den wir zur Verfügung stellen, 200. Und weitere Details auf dem Link, den ich hier da Ihnen zeigen werde, können wir uns das anschauen. Wir starten aber mal mit dem Trader Room, dem Kundenportal, dass Sie auch mal sehen, wie es dort aussehen würde. Kundenportal rufen Sie immer über die Webseite auf. Auf jeder Seite ist der Trader Room oben rechts in der blauen Menüleiste zu finden. Ich habe schon mal vorbereitet. Bei der Erstregistrierung würden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname registrieren. Aber wenn Sie ein Demo- oder Live-Konto schon haben, ist Login mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort möglich. Und wenn wir uns dann einloggen, dauert immer einige Sekunden, sehen Sie dann Ihre Konten, reales Konto, also das Echtgeldkonto oder ein Demokonto, egal wo wir drauf klicken. Wenn wir das machen, können Sie sehen,
welcher Hebel aktuell gilt und dass Sie den Hebel dann auch einfach mit ein, zwei Klicks verändern könnten. Zum Beispiel den Forex-Hebel 25 auswählen wäre auch möglich. Und wenn Sie auf Speichern gehen, ist das dann für die zukünftigen Trades hinterlegt. Fürs Demo, fürs Live-Konto, jederzeit dann auch später zu verändern. Allerdings nicht bis Open End. Es gibt natürlich auch einige Grenzen von der Brokerseite. Das wäre über den Link, den ich dort in der Folie von der PowerPoint-Präsentation hatte. Das würde hierhin führen. Wir sagen, auch ein bisschen marketingmäßig, dass auch für größere Konten ein großer Hebel verfügbar ist. Es gibt da andere Broker, die den 500er Hebel nur bis 2.000 Euro zur Verfügung stellen. Wir würden für Forex bis maximal 20.000 Euro Kontogröße den 500er Hebel maximal anbieten. Wenn Sie eine größere Kontogröße hätten, zum Beispiel 25.000 Euro, ist der maximale Hebel, der verfügbar ist, 200. Entsprechend den Angaben, die Sie hier sehen, über Start Trading auf der Webseite bei den, bei Märkte, bei den Margin-Anforderungen hinterlegt, nicht bei Start Trading, bei Märkten ist es hinterlegt, die Margin-Anforderungen. Also bis 20.000 Euro, 500er Hebel für Forex verfügbar, darunter entsprechend ein bisschen weniger dieser Tabelle folgend. Für CFDs, eben schon erwähnt, wie die Index-CFDs, wäre der maximale Hebel 200. Wenn Sie also für Forex im Trader Room 500 auswählen, ist automatisch dann der Hebel gleichbedeutend für die Index-CFDs wie DAX 30 200er Hebel hinterlegt. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, switchen wir mal direkt zu dem Wissensbereich, wo wir den DAX 30 vorgestellt haben. Auch dort finden Sie das Schaubild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. 200er Hebel hier über die Wippe hinterlegt. Und wir müssen die Order, das Beispiel, was wir auf der Webseite haben, einfach nochmal zusammen durchgehen. Wir haben es, glaube ich, schon mal in einem Tag vorher gemacht in der Trader-Ausbildung, aber Wiederholung macht es anschaulich, es bleibt eher hängen. Wir machen ein Order-Beispiel, was den Hebeleffekt plastisch darstellt. Als wir das Beispiel gemacht haben, war der DAX noch bei 9.000 Punkten, würde bedeuten, wenn Sie bei 9.000 Punkten eine Order aufgeben möchten mit nur einem Kontrakt, ein Lot und eine Long- oder eine Short-Order aufgeben, bei 9.000 Euro machen Sie zweimal eine Long-Order, einmal ist es aber ein Gewinn-Trade und einmal ein Verlust-Trade, dass Sie direkt sehen können, was es damit auf sich hat. Also, Ausgangslage damals war bei dem Beispiel 9.000 Punkten. Ich habe den 200er Hebel hinterlegt, muss also statt 9.000 Punkten nur 0,5% oder 1/200, was das gleiche ist, als Margin-Anforderung für diesen Trade haben. Sind also 45 Euro. 9.000 geteilt durch 200 oder mal 0,5 macht 45 Euro. Und bei dem Gewinntrade-Beispiel steigt mein DAX von 9.000 auf 9.050 Punkte, ist locker mal an einem normalen Tag möglich. Ich habe mit nur 45 Euro Order-Einsatz über 100% Gewinn gemacht, nämlich 50 Euro. Aber wir haben es ja schon gelernt in dieser Trader-Ausbildung bei den 19 Tagen vorher, der Hebel multipliziert nicht nur die Gewinne, sondern leider auch die Verluste. Angenommen, meine Strategie geht nicht auf, ich habe eine Long-Order aufgegeben, der DAX fällt aber leider. Und zwar von 9.000 Punkten auf 8.950 Punkte. Habe ich, obwohl ich nur 45 Euro Margin-Einsatz aufgegeben habe, 50 Euro Verlust gemacht. Also mehr als mein Einsatz für den Trade. Wie ist das möglich? Nun, Sie haben ja in der Regel auch immer ein bisschen Pufferkapital auf dem Konto. Angenommen, Sie hätten hier ein 1.000 Euro Konto gehabt, hätten Sie dann bei dem Gewinntrade 1.050 später auf dem Konto und hier hätten Sie dann später 950 Euro auf dem Konto. Margin-Einsatz sagt immer aus, was Sie gerade für den offenen Trade binden an Kapital, aber Schluss ist nicht bei 45 Euro, sondern Schluss wäre erst bei plus minus null von Ihrem gesamten Konto in der Theorie. Schauen wir uns auch noch in den nächsten Minuten weitergehend an. Wir sind immer sehr, sehr für die Risiko- und Wissensaufklärung. Besser die großen Gewinnmöglichkeiten und die leider auch großen Verlustrisiken als diese zwei Handelsbeispiele kann man es, denke ich mal, nicht darstellen. Wenn Sie aber einen zu großen Hebel wählen und nicht auf die Trades achten und vielleicht der Markt ganz stark gegen Sie läuft, kann es natürlich passieren, dass irgendwann, wenn es zu stark gegen Sie läuft am Markt, ein Margin Call passiert, bei uns Stop-Out-Level genannt.
Und deswegen schauen wir uns mal genauer das sogenannte Margin Level an, was Sie immer im MetaTrader 4 sehen, eines der wichtigsten Kennzahlen, wie wir finden, das Margin Level. Ja, eben schon gesagt, eine der wichtigsten Kennzahlen im Volks- und CFD-Trading im Kontomodell Admiral Markets, das ist unser Flaggschiff-Konto, was 98% aller unserer Kunden wählen. Da würde gelten, bei 100% verbliebenen Margin Level passiert noch gar nichts, ist nur eine Obachtinformation im MetaTrader 4. Die Linie, die wir gleich im MetaTrader 4 uns zusammen anschauen, würde sich kurz einmal rot färben, bedeutet, hey, pass mal lieber Kunde oder lieber Trader auf, vielleicht solltest du die Position manuell schließen oder du machst eine Teilschließung oder du ziehst deinen Stop-Loss anders nach oder, pass mal auf, es läuft gerade nicht so gut, gerade mit den offenen Positionen. Es passiert aber noch nichts. Erst bei 30% Margin Level, da würde das sogenannte Brokersystem die offene Position schließen, um sie selbst vor zu großen Verlusten zu schützen. Das nennen einige Broker Margin Call, wir nennen es Stop Out, ist aber eigentlich einfach nur eine andere Vokabel für den gleichen Sachverhalt. Margin Call oder Stop Out bei 30% Margin Level. Der brokereigene Stop Loss oder auch Airbag genannt. Und wir schauen es uns live im MetaTrader 4 einmal an. Im MetaTrader 4 dürfte Ihnen allen bekannt sein. Sie haben den Chart, Sie haben den Navigator, Sie haben in Tabellenform die Marktübersicht. Und natürlich, wenn Sie offene Position haben, hier über das Fenster Terminal, der erste Tab, der erste Reiter Handel. Hier in diesem Demokonto habe ich ein Kontoguthaben, einen Kontostand von 19.707,11 €. Ich habe keine offene Position gerade, deswegen ist meine Equity identisch. Wenn ich offene Position hätte, würde die Equity immer den schwebenden Gewinn und Verlust von den offenen Positionen als zusätzliche Größe mitkalkulieren. Und die freie Margin, was ich frei hätte an Kapital für neue Positionen, auch das ist identisch, weil ich ja keine offene Position habe. Ja, dann legen wir mal direkt los, machen wir mal eine etwas mittlere oder größere Order auf, sagen wir mal 10 Kontrakten im DAX und wenn ich die Order abschicke, ohne groß nachzudenken, einfach mal auf Buy, auf Long geklickt, sehen Sie, dass es eine zusätzliche Information, eine zusätzliche Kennzahl dazugekommen ist, das sogenannte Margin Level, wo wir aber noch weit, weit, weit im grünen Bereich sind, nämlich bei zur Sekunde 3.764% Margin Level. In Echtzeit aktualisiert, gerade ist es ein bisschen besser geworden, jetzt ist es auf 3.767 gestiegen, also alles natürlich immer Realtime aktualisiert. Würde bedeuten, ich habe also ganz, ganz viel Pufferkapital auf meinem Konto, weil ich ja als Margin für diese 10 Kontrakte 523,02 € gebunden habe und habe dann entsprechend noch frei 19.184, also dementsprechend ein großes prozentuales Margin Level, wo viel, viel Luft ist, mein Pufferkapital. Wenn ich aber größere Position habe oder nicht so viel Pufferkapital, weil ich vielleicht nur 1.000 € oder 500 € auf dem Konto habe, bei 500 € schlechtes Beispiel, da würde ich die Position gar nicht aufgeben können, sagen wir mal 1.000 € Konto und dann trotzdem 10 Kontrakte trade, habe ich dann vielleicht nur eine ganz kleinere Level-Kennzahl. Also immer darauf achten, das ist eine wichtige Kennzahl, bei 1.000%, bei 3.000% grüner Bereich, bei 200%, 150% wird es langsam eng. Bei 100% färbt sich die Linie einmal kurz rot als Obachtinfo, passiert aber noch nichts. Und wenn wir bei 30% wären und Sie nicht manuell reagiert haben, dann fängt das System an, die Brokerseite automatisch Position zu schließen, um Sie vor zu großen Verlusten zu schützen. Auch das haben wir öfter schon gesagt in den Tagen zuvor, aber Wiederholung macht anschaulich. Natürlich kann das nur passieren bei geöffneten Märkten. Wenn Sie zum Beispiel mal den DAX übers Wochenende halten und der Schlusskurs am Freitag war alles schön und dann gab es über Wochenende Katastrophen-News und der erste Kurs am Montagmorgen ist ganz, ganz weit weg vom Schlusskurs vom Freitag. Dann kann natürlich auch nochmal die Orderausführung immer nur zum nächsten verfügbaren Kurs passieren. Kann also auch sein, dass es weiter weg ist von diesem 30% Stop-Out. Wenn es ganz, ganz extrem wird und ein großes Weekend-Gap, ein großes Wochenend-Gap es gibt, dann kann es theoretisch sogar passieren, dass Sie mit Ihrem Konto ins Minus kommen, vielleicht 50 oder 100 € oder was auch immer. Bei anderen Brokern würde es bedeuten, der Broker kontaktiert Sie, hey, lieber Kunde, großes Gap am Markt, bitte doch mal die 50 oder 100 € ausgleichen, bitte Geld nachschießen.
Bear Markets, wenn es durch normales Trading passiert ist, haben sie ja weitergehende Service Levels, zum Beispiel unser Negative Balance Protection Policy, da es bedeutet, dass gemäß dieser Policy sie nicht selber ausgleichen müssen, sondern dass Admiral Markets aus eigenen Mitteln kompensiert. Großer Vorteil im Vergleich zu Wettbewerbern, jeder Broker ist anders. Andere Broker haben auch ein, zwei Vorteile, die wir nicht haben, aber natürlich nenne ich Ihnen die Vorteile, die Sie bei Admiral Markets haben. Leben und leben lassen, die Vorteile von Admiral Markets sollten Sie kennen und wir sind mit Sicherheit nicht der schlechteste Broker. DKI, Deutsche Kundeninstitut, hat uns im Jahr 2016 als bester CFD-Broker 2016 gewählt. Das nebenbei, weil es so gut passt, auch nochmal. Also sind wir mit Sicherheit nicht der schlechteste, den Sie sich auswählen können. Schauen Sie immer MetaTrader 4 auf das Margin Level. Darum ging es. Ich darf nicht zu weit abschweifen. Und wenn sie bei 500 oder 1000% ist, weit im grünen Bereich. Wenn wir die 100% nähern, uns nähern, wird es ein bisschen kritisch. Und bei 30% Stop-Out, der Airbag von der Broker-Seite. Wenn Sie es also noch nicht so kennen oder noch besser kennenlernen sollten oder möchten, empfiehlt sich auch immer mal der Handelsrechner für Szenarien auf unserer Webseite. Auch den haben wir uns schon früher angeschaut. Hier nochmal gerne die Informationen. Sie können mit dem Handelsrechner verschiedene Trades mal kalkulieren. Zum Beispiel, wie viel Margin Sie benötigen für einen 50er Hebel oder 500er Hebel und wie dann entsprechend der Trade aussehen würde. Wie würde ein Gewinntrade aussehen, ein Verlusttrade? Schauen wir uns doch mal zusammen auf der Webseite an. Der Link hier, den sehen Sie. Und natürlich über die Website auch immer alles zu finden. Über Start Trading jetzt aber Handelsrechner. Und den habe ich natürlich schon mal vorbereitet. So sieht er aus. Da füllen Sie alle Parameter aus. Zum Beispiel, was Sie traden möchten. Euro, Dollar oder GBP, Schweizer Franken oder DAX 30. Das ist hier alles auszuwählen. Dann sagen Sie, wie viel Sie traden möchten. Zum Beispiel ein Lot oder 0,2 Lot. Welchen Hebel Sie auswählen möchten. Zum Beispiel den 100er Hebel. Ihre Kontowährung, in der Regel ja Euro. Und dann einfach mal ein Szenario, Ihr Einstiegskurs, Ihr Schließungskurs, Buy oder Sell, Long oder Short. Und machen wir mal eine erste Berechnung. Das würde in dem Fall bedeuten, ich habe mit einem Margin-Betrag, den ich einsetzen muss, um diese Position aufzugeben, für ein volles Lot 1.000 Euro, einen Gewinn gemacht von 89 Cent, weil die Bewegung nicht wirklich so groß ist. Machen wir mal eine etwas größere Bewegung, Einstiegskurs, Schlusskurs. Dann habe ich damit auch noch nicht so viel, 10,70 Euro gemacht. Und machen wir nochmal eine dritte Parameter beenden, damit wir mal ein bisschen schönere Zahlen haben. Also Ihr Einstiegskurs, Ihr Schließungskurs, dann haben Sie mit 1.000 Euro Einsatz 278 Euro und 14 Cent Gewinn gemacht. 1.000 Euro Einsatz. Jetzt switchen wir mal den Hebel von 100 auf 500. Wir gehen auf Berechnen und wir werden feststellen, dass der Gewinn sich gar nicht ändert. Aber mein Einsatz für die Position hat sich geändert, nämlich um den Faktor 5 kleiner geworden. Vorher 100 Hebel, 100er Hebel, jetzt 500er Hebel. Also ich muss, um den gleichen Gewinn zu machen, nur noch 200 Euro einsetzen und das ist der Hebeleffekt. Obwohl mein Einsatz viel, viel geringer ist, kann ich die gleichen Gewinne oder Verluste machen. Das erklärt sich über den Hebel. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein. Weitere Details, wenn Sie es interessiert, wie man das alles berechnet und so weiter und so fort, alles hier natürlich dann auch auf der Webseite zu finden. Stop-Loss und Ihr Risikomanagement hat viele, viele Faktoren. Kein Overtrading, nicht zu viel traden, Handelsansätze kombinieren und viele weitere Punkte mehr, die wir in den letzten Tagen besprochen haben. Aber zu Ihrem persönlichen Risikomanagement gehört auch die Wahl des richtigen Hebels und immer alle wichtigen Kennzahlen wie den Margin Level zu berücksichtigen. Also Risikomanagement ist ein umfangreicheres Feld. Auch die Wahl des passenden Hebels gehört dazu. Nur weil der 500er Hebel verfügbar ist für Forex, heißt es noch lange nicht, dass jeder Kunde den auch auswählen muss. 100 oder 200 Hebel ist bei den allermeisten Kunden der Hebel der Wahl. Sie können aber auch den 50er oder 25er Hebel wählen. Sie wählen aus. Also für Forex sind große Hebel verfügbar. Aber auch kleinere Hebeleinstellungen können relevant sein. Sie treffen die Entscheidung. Auch der ausgewählte Hebel ist Teil des Risikomanagements und Margin Level ist eine der wichtigen Kennzahlen im
MetaTrader 4. Und auch das nochmal unterstrichen, Pufferkapital, ein schöneres Wort kenne ich leider nicht, deswegen das ist landläufige Wort Pufferkapital sollte stets ausreichend auf dem Trainingkonto verfügbar sein. Wenn Sie also ein Beispiel Kontostand von 1.000 Euro haben, vielleicht nicht eine Position eingehen, die 600, 700, 800 Euro Margin bindet, dann ist das Pufferkapital nicht mehr ganz so groß, sondern vielleicht maximal so 50 bis 80 Euro. Die Wahl der richtigen Positionsgröße hatten wir in den letzten Tagen ja auch schon einmal besprochen. Ja. Und wir sind schon fast am Ende. Ein, zwei Folien zeige ich Ihnen noch und dann gerne die Fragen, die live im Webinar gekommen sind, die zu der heutigen Überschrift passen. Es kommen auch immer mal Fragen, die gar nicht zum Thema passen, technische Fragen zu MetaTrader 4 und anderes mehr. Das dann bitte an anderer Stelle platzieren, zum Beispiel montags im Webinar um 19 Uhr. Da haben wir die offene Trader-Sprechstunde für alle Themen. Hier, wenn wir immer eine feste Überschrift haben, eine Agenda, werde ich immer nur Fragen zum Thema passend beantworten. Also andere Fragen anderer Natur montags 19 Uhr oder 1:1 mit dem Kundenservice. Reden ist Gold, wir haben vieles zu sagen per Telefon mit dem Kundenservice 1:1 oder in den anderen Webinaren, die Sie bei uns bekommen können. Es sind über 10 Stück in der Woche. Vieles spricht für uns. Natürlich darf ich Ihnen immer die Vorteile von Admin Markets auch benennen. Zum Beispiel die Negative Balance Protection Policy, eben schon kurz erwähnt. Wenn durch normale Trading-Aktivitäten Ihr Konto, wie zum Beispiel bei Weekend Gaps, ins Soll rutschen würde, also 200 Euro, was auch immer, müssten Sie es bei anderen Brokern ausgleichen, also Geld nachschießen, bei uns dank der Policy nicht. Alle Details dazu natürlich auf adminmarkets.de, genauso wie mit den typischen Spreads, wie beim DAX 30, 0,8 Punkte von 8 bis 22 Uhr, verlässlicher, typischer Spread. Und natürlich, wenn Sie sprechen möchten, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr unter der eingeblendeten Nummer ist das möglich. Oder YouTube, da finden Sie dann natürlich später dann die Aufzeichnung, immer wenig später von den Webinaren. So, dann schaue ich mal, ob einige Fragen gekommen sind, die ich jetzt zum Thema beantworten kann. Und eine erste Frage, die passend ist, welcher Vorteil liegt im kleineren Hebel? Gehen wir mal zurück zu dem Handelsrechner. Wir haben ja ein, zwei Beispiele berechnet mit einem Gewinntrade. Aber wir machen mal das gleiche mit einem Verlusttrade. Und starten wir beim 100er Hebel. Bedeutet also, Sie haben mit diesem Einsatz von 1.000 Euro hier in diesem extremeren Szenario 1.919,32 Euro Verlust gemacht. Das kann schon mal wehtun. Was schauen wir uns genauer an? 1.000 Euro ist Ihr Einsatz. Wenn Sie allerdings 500er Hebel wählen, haben Sie mit nur 200 Euro Einsatz auch diesen Verlust gemacht. Also mal den Hebel multipliziert, fünfmal höher mit dem Einsatz berechnet. Das heißt, Sie können mit kleineren Einsätzen viel, viel schneller größere Verluste auch machen. Und je größer die Chancen sind beim hohen Hebel, desto größer sind auch die Verlustrisiken. Das heißt, aus der Erfahrung gesprochen, werden Sie immer Gewinntrades machen, aber auch immer mal Verlusttrades. Die normalen Parameter sind, dass Sie von 10 Trades, wenn Sie ein guter Trader sind, vielleicht 5, 6, 7 oder 8 Mal ein Gewinntrade machen. Leider aber auch, das gehört dazu, 2, 3, 4 oder 5 Mal ein Verlusttrade. Und wenn Sie so einen hohen Hebel haben und nicht ein Stop-Loss gesetzt haben oder anderes mehr, können Sie mit kleineren Margin-Anforderungen extrem große Verluste auch, also in diesem Beispiel 1.919,32 Euro, ertraden. Und deswegen ist auch sinnvoll, zum Start nicht den zu hohen Hebel zu nutzen, weil Sie dann auch mit kleineren Positionen große Verluste generieren können. Deswegen ist ein kleinerer Hebel auch relevant, um einfach nur mit kleineren Einsätzen nicht zu große Verluste generieren zu können. Vielleicht war es noch gar nicht so deutlich, deswegen tolle, prima Frage. Ich hoffe, ich konnte es jetzt einmal verdeutlichen. Ja, eine zweite Frage, die in die gleiche Richtung geht, müsste aber auch jetzt damit beantwortet worden sein. Nochmals, der Hebel arbeitet für und gegen Sie. Es ist toll, mit 200 Euro 1.919 Euro Gewinn generieren zu können. Aber es ist weniger toll, mit 200 Euro die 1.919,32 Euro Verlust machen zu können. Immer daran denken, der Hebel arbeitet für und gegen Sie. Und wenn Sie von 10 Trades 3, 4, 5 Verlusttrades machen, ist es passender, dass Sie ein bisschen mehr Pufferkapital auf dem Konto belassen, weil alle Trades zusammen natürlich Ihr Kontostand am Ende des Tages ausmacht.
Das war's für heute. Wir hören uns gerne wieder morgen. Das ist dann der Tag 21. Es geht um die Broker-Auswahl. Wir sind zwar Admiral Markets, aber ich werde Ihnen auch immer Tipps geben, sollten Sie sich traurigerweise nicht für Admiral Markets, für Ihren Volks- und CFD-Broker entscheiden. Es gibt eine kleine Checkliste, was wichtig für die Broker-Auswahl ist und vieles weitere mehr. Das wäre Tag 21 und dann sind wir auch schon bald zum Schluss. Dann folgt nur noch der Tag 22. Da haben wir eine offene Runde. Alle Ihre Fragen, die vielleicht jetzt in den 22 Tagen aufgelaufen sind, können wir da nochmal uns anschauen und dann, wenn Sie möchten, auf YouTube alle Kurse einzeln nochmal anzuschauen, ist dann alles auf YouTube zu Ihrer Verfügung. Jens Schanowski, Admiral Markets, Berlin. Vielen Dank. Wir hören uns morgen um 18 Uhr wieder mit der Brokerauswahl und der Checkliste. Grüße, bye bye.